Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich habe noch nicht mal geschafft, das andere Odin war shoppen, Baby Spezial oder Baby XXL oder was weiß ich. Ich habe noch keinen Namen dafür. Geschafft, online zu schalten. Also ist schon hochgeladen, aber mehr ist da auch noch nicht passiert, weil ich keine Zeit hatte. Und schon wieder kommt Zeug dazu. Wir waren nämlich bei Lidl, das habe ich im anderen Video ja auch gesagt. Und da wollten wir frühst bei Zeiten los. Und das hatte ich ja auch im Stream ab und zu gesagt. Aber erstmal kam hier noch erstmal ein Paket von Amazon. Das hat Frauchen bestellt bei, oh, muss ich mal meine Adresse zu erhalten, Uhlenbaum oder so. Ja, und hier hinten ist es halt dann auch nochmal. Thank you. Uhlenbaum. Und da hat sie bestellt eine Decke. Die ist auf einer Seite bunt, also seht ihr hier grün, blau, grau, dann wieder grün und auf der Rückseite flauschig. Und was ist das für eine Decke? Das ist eine Kinderwagendecke fürs Bett oder für Autoschale oder irgendwas. Wir haben doch aber schon Decken geholt, oder nicht? Ja, aber wenn eine bekotzt ist, und so. Ach so, wenn eine bekotzt ist, muss man eine andere haben. Ja, hast du recht. Also auch wieder eine Kinderwagendecke oder für das Auto oder für den Fußboden oder was weiß ich. Oder für Couch. So. Dann, wie gesagt, jetzt kommt das Zeug, was wir bei Lidl geholt haben. Das gibt es auch noch bei Lidl, solange der Vorrat reicht. Heute ist der. Heute ist der 20. Und das war am 19. Seit gestern. Seit dem 19. Juli. Juli? 19. Juli 2018 gibt es die. Und da haben wir einmal geholt, weil es billig war. Ja, so eine Bettdecke, so eine große und so ein Kopfkissen wird unser Kind noch nicht nutzen können, da ist Bugs Bunny übrigens drauf. Aber für 9,99 €? Moment. So, da bin ich wieder. Das war die Freundin von meiner Tochter. Ja, die gehen jetzt runter spielen. Dann haben wir nochmal Bugs Bunny geholt, weil eine Bettdecke, also Bettdecken und Kopfkissenbezug ist ja ein bisschen wenig. Und haben wir dann nochmal. Man muss ja auch wechseln ab und zu mal, wenn man es wäscht zum Beispiel. Und deswegen haben wir nochmal Bugs Bunny, also so einen Stern mit Bugs Bunny geholt. In neutral. Also grün und grau. Und das ist halt für Mädchen und für Jungs geeignet, weil wir immer noch nicht wissen, was das wird. Es wird ein Kind, das kann ich euch versprechen. Aber mehr kann ich euch auch nicht versprechen. So, dann hole ich das jetzt hier alles mal raus. Erstmal das Spielzeuggelumpe und dann machen wir das andere weiter. Also, das ist auch nicht alles jetzt was für Kleinkinder, das ist auch was für später ist. Aber haben wir einfach geholt, weil es im Angebot war. Ah, oh, siehst du, Hase? Du hast den Kloß vergessen. Ja, mein Frauchen holt noch das andere, was wir geholt haben. Da haben wir einmal eine Rassel geholt mit so einem Stäbchen. Dann kann nur quietschen. Mit Bugs Bunny. Aber den wollte ich eigentlich auch als Ring haben. Hört das? Ja. Und den wollte ich halt auch von Bugs Bunny haben. Und dann Frauchen gesagt, nein, der sieht so gefährlich aus. Da kriegt der Kind ja Angst, wenn du da in so einen großen Mund guckt mit so einem großen Zahn. Also gab's, wollte beides von Tweety. Sei, hey, Tweety ist was für Pussys. Bugs Bunny ist cool. Und da kannst du am Ohr noch rumnagen und so. Und hier oben mit den Fäden weiß ich nicht. Und haben wir uns ja geeinigt, der Ring wird von Tweety geholt. Und das ist Bugs Bunny. So, dann haben wir noch eine. Da hatten sie leider nur Tweety. Noch so ein Schnuffeltuch, Kuscheltuch, Sabber, also zum Ansabbern und Anknabbern. Hier kann man auch, ist auch gut verarbeitet, hoffe ich. Ziehe mal dran. Ja, geht nicht ab. Wenn wir sehen, das erste Mal, wenn ein Kind das verschluckt. Also davon bin ich jetzt nicht so angetan. Aber halt gut, dass es bunt ist. Das müsste man mal überprüfen, ob das wirklich fest ist. Weil wenn da ein Knoten drin ist, wie bei den meisten, wo dann einfach so ein Knoten ist, das finde ich gut. Aber hier mit diesen Fusseln dran, müssen wir mal selber beobachten. Das kann ich jetzt so noch nicht sagen. Und ja, da gab es nur Tweety, deswegen haben wir da das Schnuffeltuch von Tweety geholt. Genau, hier kommt dann das andere, das zeige ich euch gleich. So, dann haben wir zwei Puzzle geholt. Einmal Bugs Bunny. Seht ihr das? Sind auch nur 1, 2, 3, 4 Teile.
Und Tweety, den habt ihr auch so klein rundlich, aber Fräuchen wollte den länglichen haben. Der sind auch nur drei Teile. Der ist von 1 bis 3 und der ist auch 1 bis 3. Also von daher nicht lange warten und dann kommt das. Ach, Windeln habe ich gestern auch bestellt. 300 Stück. Müssten jetzt auch noch kommen. Dann so ein Auto zum Spielen. Zum Hin- und Herrollen mit Tweety und Bugs Bunny drauf. Das ist aber von 1,5 bis 3. Dann so ein Rollding. Hört ihr das? Da ist ja so eine Kugel noch drin, dann kann er damit langrollen oder es kann damit langrollen. Ich sage immer eher. Er der Fötus, ja. Und weil ich hoffe, dass es ein Junge wird. Weil eine Zicke habe ich schon und eine Zicke liegt hier auch noch rum. Also meine Frau meine ich damit. Und jetzt schaffe ich nicht mehr mit meinem armen alten Herzen und so. Drei Östrogenmaschinen hier zu Hause. Und das möchte ich nicht. Ich möchte noch einen Stammhalter. Ich hoffe, dass es ein bisschen einfacher wird. Und weil drei Östrogenmaschinen. Und dann lasst sie mal alle drei die Tage haben. Da sterbe ich. Da gehe ich auf Montage. So, dann ein Buch. Ein Holzbuch. Ja, kann er denn es dann gucken. Und dann hier nochmal so ein Activity-Dings. Motorik-Dingsbums-Gedöns. Anderthalb bis drei. Das Buch? Ja. Anderthalb bis drei. Auto, anderthalb bis drei. Anderthalb bis drei, der Würfel. Mhm. Nur die sind dann halt, die Bienen, die sind eins. Von 1 bis 3. Mhm. Und die Puzzle. Oh, okay. So, dann haben wir einmal ein Klo. Also ich weiß, es ist noch nicht mal da. Da soll man noch nicht dran denken, dass es irgendwann mal kacken tut. Also richtig kacken tut. Nicht nur in eine Windel kneckern. Oh, können wir hier abmachen, hier das Schild, wa? Nee, nicht. Das ist hier an der Seite? Sieht auch scheiße aus. Und hier ist noch eine Erklärung drin. Ja, von 18 bis 36 Gramm. Was? Kilo. Nee, Monate. Ja. 15 Kilo. Ja, da haben wir dann hier eine Kneckerschüssel geholt. Kneckerbox. Da ist hinten Crazy Bugs Bunny drauf. Steht da auch Crazy? Auch im Angebot. Crazy, it's fun. Ja. Ich weiß nicht, ob das so fun ist, da drauf zu sitzen und darin zu knacken und alle gucken so zu. Und hier vorne ohne mal Bugs Bunny drauf. Und weil es dann ja irgendwann noch größer wird und weil so ein normaler Klositz ja ziemlich groß ist und so ein Kind mal schnell durchrutschen kann, da haben wir dann noch ganz toll einen Aufsatz. Also meine Tochter hat es nicht gebraucht, aber ist schön, dass man sowas hat. Und ich weiß nicht, ob das überhaupt passt bei mir oder bei Frauchen, wenn wir gucken. Hast du schon geguckt? Frau sagt, passt. Und dann kriegt sie dann noch so einen Kneckeraufsatz, damit das dann, kann man dann auf der Waschmaschine legen oder so. Und dann kann es auf Klo machen, kann es auf Klo steigen. Weil irgendwann willst du ja auch mal alleine auf Klo gehen, ohne dass Mama und Papa da ständig hinterher scheißen. Bis 25 Kilo und 24 Monate. Mit 2 Jahren? Ah, okay. Ist ja fast wie bei meiner Tochter. Die war, wann habe ich die das beigebracht? Mit 1,5 Jahren oder so. Und da kam sie auch das erste Mal erst zu mir. Also von daher, vorher konnte ich nichts machen. So. Jetzt kommen Klamotten. Aua. Ich habe immer momentan mit dem Daumen und mit dem Gelenk irgendwie. Oh, ich kann schon wieder nicht zugreifen, das summt. Ja, muss ich die andere Hand nehmen. So kann ich machen, alles. Aber so und hochheben nicht. Ich hasse auch schon Gicht. Ich hab doch keine Gicht in meinem Alter. Ich bin doch noch keine 40. So. Da haben wir hier einmal so eine. Achso, wartet mal. Ich werde das mal schnell hier noch ein bisschen Kuddelmuddel machen. So, so, so. Achso, das ist das. Das ist das. Hier ist das. Weil einige Sachen haben wir doppelt in verschiedenen Größen. Ich sortiere das mal jetzt schnell für euch, damit ihr denn besser durchseht.
Oder dass ich euch dann halt nicht alle gleich zeigen muss, dann wird es ein bisschen knapper. Ach so, das sind verschiedene Farben. Ist aber der gleiche. Dann können wir ja alle darauf machen, was der gleiche ist. Was ist das, eine Hose? Die habe ich aber nicht ausgesucht. Die hast du ausgesucht. Warum suchst du Hosen aus, ohne mich zu fragen? Doch, ich habe es dir gezeigt und du hast abgelehnt oder hast zugesagt. Ich würde nie einfach so was machen ohne dich, Hasi. Niemals, nie nicht. So. Müsste das gleiche sein, oder? Ja. So. Ich muss jetzt erstmal gucken. So, machen wir erstmal so. Da haben wir dann einmal Baby Schlupfhose. Was ist denn eine Schlupfhose? Ja, eine Hose, die du anziehst. Und wieso heißt sie nicht einfach eine Babyhose? Wir haben Baby-Schlupfhosen. Und zwar zweimal, also einmal grau mit blau und Bugs Bunny drauf. In Größe 50, 56 und einmal in 42, 62, 68. Ja, dann haben wir in Größe 62, 68 so eine weiße mit grau Bugs Bunny drauf. Und dann haben wir nochmal eine grüne, wo Bugs Bunny hinten drauf ist, in Größe 50, 56. Da ist er. Ist blau. Ist blau, sagt Schatzi. So, dann haben wir Babyjacke. In, wartet mal, ich mach mal größenmäßig. Oh, kannst du mir meine Brille geben, Asi? Die Schrift ist so clean. Weil wir haben ja schon viel geholt gehabt, aber eine fehlt uns noch. So, haben wir einmal geholt in, zweimal geholt in 50, 56. Ist auch beide das gleiche. 50, 56. Und dann haben wir nochmal eine, aber eine graue. In 74, 80. Die haben wir geholt. So, dann haben wir Langarmbody, 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 Langarmbody. Schlaf-Overall. Schlaf-Overall haben wir nur einen. Nein, die sind da. Achso, da oben. Schlaf-Overall. Okay. Gut, warte mal schnell noch eine Größe machen. 50, 56, 50, 56, 50, 56. So. So, haben wir 3 mal 50, 56. Einmal so grau mit Bugs Bunny drauf und grün. Aber, ihr seht, sind zwei hier drin. Hier könnt ihr das besser sehen. Dann zweimal grün, also das haben wir jetzt hier zweimal, das gleiche. Das ist halt grün und weiß-grün gestreift. Und einmal in weiß in 66, 62, 68 und einmal grau ist da halt auch mit bei. Habe ich ganz vergessen. Bei den anderen Sachen ist nur immer eins mit bei gewesen. Hier sind jetzt zwei mit bei. Dann haben wir Schlaf-Overalls. 56, 56, 56, 50, 56, 56. Weil wir haben wenig in der 56 gehabt, wa? Ja, fast gar nichts. Gar nichts gehabt, fast gar nichts. Und deswegen haben wir halt hier 56 halt ein paar Mal geholt. Ich guck mal schnell, dass ich euch nicht alle das gleiche zeigen muss. Also wir haben hier dreimal das gleiche. Ja? In der 6, auch gleiche Größe, 56. Weiß mit grünem Streifen. Und ist da Bugs Bunny drauf? Ja, da ist Bugs Bunny drauf. Ist auch nur einer drin. Seht ihr auch auf der Rückseite. Ich habe gestern nach Schlafsäcken geguckt. Ich habe ein paar richtig süße Schlafsäcke gefunden. Mit Ärmel für Winter. Ich will unbedingt mit Ärmel haben, weil kühlen ja so schnell aus. Obwohl ja Bude warm ist. Und sie ist ja sowieso so kälteempfindlich. Von irgendwo, da wird es wie im Dschungel sein, da oben bei ihr. Aber muss es unbedingt sein, will sie unbedingt, also wird sie geholt. Aber die sind so scheiße teuer.
Da zahlst du 34 Euro für einen Schlafsack. Also ich habe für meine Tochter damals weniger bezahlt. So, Größe 50. So grün. Guck mal, das ist komplett zu. Also das reicht aus und dann einen kurzärmeligen Body, Schlafsack. Ja, wenn du was Langärmeliges drunter tust, ja, anziehst. Sag ich doch. So, und dann haben wir das gleiche, aber nochmal in Größe 56. Und einmal haben wir nochmal eine 56. Da hat Frauchen dann mal was geholt mit ein bisschen rosa, hat sie gesagt, das macht nicht viel aus. Muss aber mal was anderes sein. Ja, wie gesagt, wir wissen nicht, was das holt. Wir versuchen jetzt ja alle, die geschlechtsneutral zu kaufen, weil wir es noch nicht wissen. Das ist schwierig auch, ne? Ja, wie ihr gestern auch, nee, vorgestern im Hangout gesagt habt, es ist so schwierig. Entweder kriegst du was für Mädchen. Oder du kriegst was für Jungs. Oder du kriegst was für Mädchen und Jungs. Geschlechtsneutral ist immer so eine Sache. Das ist wirklich echt schwer. Weil entweder weiß man es oder man weiß es nicht. Ja, und wenn man es nicht weiß, hat man die A-Karte. Muss man halt Mädchen, Jungs oder versuchen geschlechtsneutral, was es halt kaum gibt. Das ist echt ein bisschen bescheiden. Wir haben halt Pech gehabt. Ja, irgendwann dreht es sich mal, dass wir sehen, was das wird. Ja, aber das dauert jetzt noch 5 Wochen bis zum nächsten Ultraschall. Und dann bin ich schon sehr weit. Ja, ist ja, wir haben ja jetzt alle. Wir haben ja genug Geschlechtsneutrale, die kriegt für die erste Zeit. Das reicht ja erstmal. Ja, und dann kann man dann spezifisch kaufen. Mützchen, Söckchen hatten wir ja schon. Gehört. Die meckern alle immer rum über Gender und muss genderkonform sein. Ja, aber alles ist nur Mädchen oder Junge. Da müsstet ihr euch mal ein Beispiel dran nehmen. Da müsstet ihr mal genderkonform vorgehen und Sachen machen für Mädchen und Jungs. Aber davon mal abgesehen. Scheiß Genderkacke. So. Bei Söckchen und Mützchen und so haben wir schon. Mützchen hast du gesagt, haben wir nicht. Ja. Wir haben nur eine. Zwei? Drei haben wir. Drei in verschiedenen Größen. Also Mützchen brauchen wir noch und so. So, das war mal wieder ein Babyspezial. Es kommt bald wieder ein Babyspezial, weil die Kurve garantiert wieder irgendwas ein. Da mache ich mir keine Sorgen. Bis dahin sage ich jetzt Ahoi, sagt euer Odin. Logischerweise, wie immer, mit der Pommelgabel. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Wenn ihr Spaß gehabt habt, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Ja, abonnieren für die Leute, die mich noch nicht abonniert habt. Hier ist irgendwo so ein Abo-Knopf, da könnt ihr mal drauf drücken. Kostet nichts. Ich bin dann jetzt weg. Wir sehen uns heute. Also, das, wenn ihr das Video seht, ist heute Abend schon vorbei. Aber ich mache heute Abend ein Hangout wieder. Bis dahin, haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin.